Hallihallo, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute mal mit einer etwas anderen Stimme, besser gesagt, beziehungsweise einem anderen Mikrofon. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein neueres gegönnt, weil das mit dem alten doch nicht so klingt, wie es klingen sollte. Und ich hoffe, mit dem ist das jetzt ein bisschen angenehmer. Es steht zwar mitten in meinem Gesicht, aber es ist egal. Ich hoffe, man hört den Wind nicht. Nur ich muss das Fenster aufmachen, weil sonst sterbe ich hier. Gut, ich habe noch ein paar Erze durchgebrannt und wir werden heute den ersten Generator bauen. Und zwar wird der von Ender.io sein. Ja, Ender.io habe ich das neue Texture Pack, ja, reingeschmissen. Sieht zumindest danach aus. Ja, genau, weil jetzt ist alles schön texturiert. Perfekt, das gefällt mir. Gut, also wir brauchen mal einen Generator. Der ist nicht schwer. Zack, zack, zack. Gut. Müssen wir noch etwas Stein machen? Mörtel wohl nicht. Stein haben wir noch da. Machen wir noch mal vier. So. Dann machen wir mal die ersten. Zack. Dann brauche ich einen Ofen. Dann brauche ich Zahnräder. Aber nicht irgendwelche. Sondern die hier. Okay, dann habe ich falsch herum. Einen Piston, den wir irgendwo Kugeln haben. Sogar zwei. Ja, einer wird dabei mal reichen. Dann schauen wir mal, wie sich's ausgeht. So. War eh klar, dass sich das jetzt nicht ausgeht. So, da. Machen wir jetzt noch das. Dann haben wir schon mal unseren Generator. Was kostet mich das? Es wäre nicht schlecht. Ja, das werden wir auch machen. Nehmen wir da ein bisschen. Nehmen wir 10 Eisen, 1 Gold und 4 Kupfer. So. Einen. Ah, da brauchen wir mehr. Und Redstone. Aber Redstone habe ich jetzt einiges gefunden. Auch ein bisschen Lapis. So, jetzt brauchen wir noch Gold. Perfekt. Vier reichen. So. Dann brauchen wir einen Redstone-Block. Die Capacitor herum und einmal Eisen. Sehr gut. Ja, in unserer schönen Bude. Wo stellen wir das jetzt hin? Ja, ist ja mal egal. Hier mal das, hier mal das. Oh, das schaut jetzt auch richtig schön aus. Und dabei wir die Maschine bauen, werden wir da jetzt einmal ein bisschen Strom generieren lassen. So, damit wir da mal ein bisschen RF bekommen. Und in der Zwischenzeit ist jetzt die Frage, bauen wir dies? Besser wäre es fast, wir bauen die Sachen wegen den Energieleitungen. Ja, wir werden einfach dabei wieder das bauen. Gut, weil da haben wir genau die Materialien quasi da. Den Pisten, einen da, nicht das, einen davon. Brauchen wir ein bisschen Eisen. Gut, aber vorher gehen wir schlafen. So. Ah. Als erstes werden wir uns bauen die Sackmill. Da brauchen wir davon was. So. Ah, da brauchen wir wieder einen. Noch mehr Gold.
Noch mehr Kupfer. So. Die werden wir dann dabei aufeinander stellen. Brauchen wir zwei oder einen? Ja, zwei. Logisch. Weil der kommt in der Mitte. Ja, wahrscheinlich habe ich es wieder falsch herum. Ich mag nicht aus dem Gedächtnis bauen. Das funktioniert meistens nicht. Gut, dann brauchen wir Sackmehl. Dreimal Flint, einen Pisten und Eisen. Flint. Einen. Na, geh. Übrigens habe ich auf meine Eisenspitzhacke den Diamanten draufgepackt. Damit der mal 500 mehr Durability bekommt. Damit ich da ein bisschen länger minen gehen kann. Jetzt habe ich wieder keinen Kies. Das ist blöd. Muss ich schnell Kies holen gehen. Schaufel, komm zu mir. So. Hier ist doch gleich wunderbarer Kies. Jawohl, einer. Perfekt. Jetzt ist dann wieder wurscht, weil jetzt können wir dann eh herstellen, den Flint. Ich hoffe, man hört wirklich den Wind nicht zu sehr am Mikrofon blasen. Pusten. So. Perfekt, haben wir mal das. Gut, und jetzt geht's an. Jetzt brauchen wir drei Öfen. Wenn mich nicht alles täuscht, die hierher kommen. Der kommt hierher. Der kommt hierher. Und jetzt war es Eisen. Ha! Ha! Gut. Soda und Soda. Soll der mal vorpuffern? Ah, jetzt ist das alles schön. Ja, so gefällt mir das. Ich muss eh noch das ganze Texture Pack ein bisschen anpassen, damit es dann ein bisschen schöner ausschaut und das wirklich fast ziemlich alles hier schön texturiert ist. Da macht es mir am meisten Spaß zum Spielen. Gut. Super, dann hätten wir jetzt mal schon mal die groben Sachen fertig. Den können wir ja noch nicht bauen. Im Prinzip könnten wir den bauen. Im Prinzip. Wenn ich weiß, wo mein Glowstone ist. Wo ist der? Den werden wir auch, glaube ich, bauen. Zwei Gold und Redstone war das, glaube ich. In den Legierungsofen. Und dann brauchen wir Kohle. Ein Stück. Da packen wir auch Flint dazu rein. Okay, den hat er jetzt gleich zerstört. Super. Was brauchen wir noch? Zwei von den Basic. Gut, dann nehmen wir nochmal ein Gold und eins davon. Ich meinte zwei. Lösen den nochmal auf. Machen das so. Und machen das so. Gut, dann haben wir zwei davon. Weil dann stecken wir das dann in den Generator. Und dann sollte der uns das Doppelte an RF produzieren. Theoretisch. Genau, 40 RF. Dass wir da ein bisschen mehr zusammenbringen. Und wir werden dann... Na, das ist jetzt aber egal. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal die ersten Maschinen sozusagen fertig. Dann wollen wir das nicht so kompliziert mit der Smeltery machen. In der Smeltery können wir eventuell große Sachen machen. Und hier, ja, ist jetzt einmal nicht so wichtig. Wir werden dann uns langsam beginnen, das Haus zu bauen. Ich weiß noch nicht genau, welchen Stil wir das machen werden. Hier habe ich auch noch was Neues gemacht von AgriCraft. So Crops. Ich glaube, die heißen, da haben die einen eigenen speziellen Namen. Ups, nein, das ist eine Workbench.
Oder die heißt, ups, die heißen E-Crops. Da kann man dann eben von Agricraft die Samen draufgeben. Und hier kann ich dann halt mit Rechtsklick, okay, konnte ich hier auch ernten, aber hier kann ich dann halt noch dazu züchten und so weiter und so weiter. Das gehen wir dann nochmal später nochmal genauer durch, was man da dann wirklich alles kann. Aber das sehen wir dann eh. So, unsere Essenskiste ist eh schon ziemlich voll, muss ich sagen. Verhungern werden wir mal nicht. Das ist schon mal sicher. Und ja, was gehen wir jetzt an? Wir haben unsere ersten Maschinen. Enderman jagen wir irgendwann. Cool. Na, was ist jetzt los? Jetzt bockt das sein Leben wieder nicht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ist es, wenn ich da reingehe? Nein, jetzt ist wieder nicht. Das ist komisch alles miteinander. So, jetzt sind die dann mal gleich voll und dann kann der endlich mal laden. Das heißt, das ist voll, voll. Gut, jetzt ladet der hier mal 1 Million RF und dann kann der hier noch 200 RF speichern. Das ist für den Anfang eigentlich recht gut. Ja, der kann die ruhig mal abbrennen. Die Frage ist, Baumfarm. Weil die von Ender.io, nein, die geht gar nicht. Die geht noch gar nicht. Es gibt dann nur noch die von. Boah, jetzt ist mir gerade das Mikro umgefallen. Entschuldigung. Tut mir leid. Irgendwie steht es noch nicht so, wie ich es haben möchte. Mir fehlt noch ein Mikrofonständer. Einen zum. Na. So einen Schwenkarm. Aber den kommt dann erst nächstes Monat. So, da. Jetzt soll es wieder einigermaßen passen. Bam, 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 bam. Advanced Genetic könnten wir eventuell anfangen. Dass wir irgendwann fliegen können. Da brauchen wir mal einen Abschaber. Der ist nicht schwer. Den bauen wir uns mal. Ich habe das eh schon mal auch in einem Video gezeigt, wo ich im Video dann so eine Art kleines Tutorial gezeigt habe, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich weiß es jetzt selber noch. Jetzt gehen wir uns mal ein paar Schuppen organisieren, weil das brauchen wir mal. Und zwar am besten jetzt einmal für die Maschinen zum Herstellen von der Enderman heroben. Nö, leider. Von dem Schaf dort. Oder von den Pferden. Gebt mir eure Hautschuppen. Und vom Schwein. Bis es tot ist. Nein, Spaß. So, wie viel haben wir denn? Hautschuppen eines Schweins. Okay, gut. Schauen wir mal, was wir mit dem anfangen können. Zurück zum Haus, zum Erdhaus. Ja, wie wir das dann bauen werden, da werde ich mir jetzt dann irgendwann mal was überlegen. Dass wir. Es wird schon wieder groß, aber eventuell diesmal alles in einem Haus. Ich habe mal da schon was überlegt, es wird zwar vielleicht wieder groß. Nee, muss ich mal erst überlegen. Was brauche ich für eine Spritze? Okay. Top, 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 tam, 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 tam. Extraktor, Entschlüssler. Jetzt ist halt wieder das, jetzt muss ich mich wieder auskennen. Zentrifuge, da. Blablabla. Ja, wir haben es mal vorbereitet. Ich muss mir das gleich nochmal anschauen, bevor ich jetzt wieder 100 Maschinen baue. Grob weiß ich es, aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Ist auch schon wieder her. Machen wir uns auch eine eigene Kiste. Hier kommt das Ganze rein. Gut, dann räumen wir mal wieder ein bisschen auf. Vielleicht beginnen wir jetzt mal mit der Planung. Okay, wie viel haben wir denn jetzt noch an Materialien? Gold ist genug. Eisen müsste ich farmen. Das wäre wichtig. Schau ich mal hier rein. Ja, das können wir eigentlich gleich hier verarbeiten lassen. Bisschen Gold. Beziehungsweise kann ich hier den Kies reinschmeißen. Okay, er wird eh verwendet. Jetzt sollte da Feuerstein rauskommen. Genau. Da brauchen wir nämlich ein paar.
damit da die Effizienz, man sieht es dann hier, Reduktion gibt es halt und Bonus-Output und so weiter. Das Beste, was man dann haben kann, wäre halt dann die Stahlkugel, die ist dann, aber das brauchen wir noch ein bisschen. Was ich schauen möchte, ist eventuell früh eine Quarry. Die Frage ist halt dann, welche Quarry? Quarry Plus habe ich, glaube ich, diesmal gar nicht draufgepackt. Nein, ist diesmal gar nicht oben. Ist im Prinzip jetzt auch nichts Schlimmes, weil wir werden eine Standard-Quarry bauen und dann sobald es möglich ist, eine Ender-Quarry. Von daher, das wird dann, schauen wir dann, dass wir da ziemlich schnell hinkommen. Da wäre dann irgendwann eine Enderman-Farm wieder ziemlich cool. Da, vielleicht bauen wir diesmal die Farm von Ender.io, aber das steht halt noch in den Sternen, welche Farm wir bauen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil wir werden jetzt noch ein bisschen Materialien fürs Haus sammeln. Kann noch ein bisschen quatschen mit euch. Ja, heute, beziehungsweise nein, wenn die Folge kommt, ich weiß gar nicht, dann müssten wir das Special vielleicht schon rausgebracht haben. Aber nur vielleicht, wenn es da keine Probleme gab. Ich spoilere euch jetzt nicht, keine Sorge, falls es noch nicht draußen ist. Ihr könnt weiter eure Ohren offen halten. Ja. Wie ich schon gesagt habe, Haus wird aus Marmor mit Kombinationen. Ich gucke mir nämlich bei manchen, ich werde so ein Mischhaus bauen. Ich gucke mir nämlich immer so ein paar Let's Plays an und reime dann immer so von Häusern, von den anderen, so ein bisschen was zusammen und füge halt von jedem die Vorteile zusammen. Und da schaffe ich dann ein Mega-Haus. Meinerseits aus. Ob ihr das als Mega-Haus seht, werden wir dann hier sehen. Ich fand meinen Komplex eigentlich ziemlich cool. Bis darauf hin, dass ich es dann wirklich übertrieben habe und boom, boom. Ich habe dann zum Schluss, ich kann es euch dann mal zeigen, wenn ich dann die Kreativfolgen starte mit dem. Ich habe das jetzt wieder komplett umgeplant, weil ich mir gedacht habe, dass das mit zwei ME-Systeme lagernd, ja, es wäre gegangen. Ich hätte dann ein riesiges Kontrollzentrum gebraucht. Das ME-System im Haus hätte andauernd überwachen müssen, was ist da und was ist nicht da, was ist unter dem Limit. Und dann wären riesige Kabelstränge mit Redstone-Leitungen ins Logistikzentrum gegangen. Und von dort, sobald eben etwas weniger als, sagen wir jetzt, als 1000 gewesen wäre, hätte das ein Redstone-Signal ausgelöst und das wäre in die Kiste gekommen. Also da wäre noch viel, viel Aufwand dahinter gesteckt. Wie gesagt, das könnte ich im Kreativmodus fertig bauen, da wird es ein bisschen schneller gehen und vor allem, ja, auf jeden Fall schneller. Weil ich habe zwar viel Materialien, aber irgendwie fehlt dann immer genau das, was ich nicht habe. Limestone in Kombination mit Marble. Mal gucken. Was ist da schon wieder? Ah, okay. Haben wir hier so einen kleinen Balkon. Das Kupfer nehmen wir noch mit. Irgendwann wäre auch ein Dungeon recht fein, dass wir irgendwie welche, na, wie heißen es? Enderlilien-Seeds oder irgend sowas, oh, nein, bekommen. Das wäre dann nämlich cool, weil dann könnten wir schon Richtung Enderperlen gehen. Das wird nämlich irgendwann, da werden wir wieder viel brauchen. Bis wir halt die Farm haben, dauert das halt leider. So, und nächstes Mal, ich werde jetzt die Grundrisse nochmal bauen. Und dann in der Testwelt vielleicht mal das Haus so vollenden, damit ich weiß ungefähr, was ich baue. Sonst baue ich alles fünfmal um. Und so ist das, glaube ich, am einfachsten. Ich werde nicht alles vorbauen, aber zumindest mal den Grundriss und ein bisschen ein Teil von der Fassade eventuell, damit ich ungefähr einen Überblick habe, wie mein Haus aussehen wird. Ja, was ist das? Brauche ich nicht. Hier ist eine Menge Limestone. Das ist richtig gut, 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 gut. Jetzt finde ich wieder meinen Aufgang nicht.
Au. Nö. Der muss eh da drüben gewesen sein. So, hier. Hier ist dieser Balkon. Hier ist die Erde. Dann bauen wir jetzt einfach da wieder rauf. Gut. Ich bin nicht mehr raus. Hier ist die Leiter. Gut. Ja, dann ist das heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ich habe heute noch viel zu tun. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich nicht mehr heute, sondern heute. Und ja, ich lasse das jetzt noch ein bisschen rennen, damit das da ein bisschen vollpuffern kann, zumindest bis die Kohle aus ist. Und werde noch ein bisschen farmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einer kleinen Hausbaufolge. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!